Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von ETS2. Ja, wir sind weiter dabei, unser Imperium aufzubauen, in Anführungsstrichen. Und der nächste Auftrag habe ich schon mal rausgesucht. Elektronik von Frankfurt nach München ist das beste Angebot hier und entspricht auch noch unseren Fähigkeiten. 410 Kilometer sollten wir eigentlich schaffen. Sollten wir. Naja, wir werden es sehen. Los geht's. Diesmal nicht so lange. Keine 500 Kilometer wie beim letzten Mal, sondern etwas kürzer, aber wir fahren in der Nacht. Okay. Sollen wir mal schauen. Ah ja, das ist wieder einer, der hier zweigeteilt ist. Fertig zum Losfahren. Ah ja, sehr gut, freut mich. Licht, müssen wir schauen, wann ich hier ein Foto mache. Mal gucken. Fahren wir mal los. Licht, so, das ist besser. Wir müssen wohin? Rechts abbiegen. Habe ich eigentlich das Radio an? Sekunde mal. Weil ohne Radio macht es keinen Sinn. Nein, nein, falsch. Falsche Karte. Ich wollte hier hin. Radio habe ich nicht. So. Fahren. So. Biege nach rechts ab. So, biege nach rechts ab. Rechts abbiegen. So, go, komm. Nicht stehen bleiben. So, eins. Geradeaus. Machen wir aber zuerst mal an der Ampel stehen bleiben. So, was ist jetzt mit dem Foto? Ja, das können wir machen vielleicht. So. Haben wir das auch erledigt? So. Ja, Frankfurt. Und dann nach München, da fahren wir auch nicht so oft hin. Ich glaube, in Frankfurt sind wir noch nicht losgefahren bis jetzt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Aha. Okay. Also ich wollte eigentlich wieder eins nehmen, hier so. Du bist besser zum Fahren. Dritte Ausfahrt. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Ja, nehme ich. Mal schauen, ob der jetzt richtig zieht hier. Ja. LKW, ja, kämpft sich da hoch. Erstmal hier raus, genau hier in München, A3. Immer geradeaus. Okay, weiter, genau. Da noch nicht. Langsam, nicht so schnell. Da geht's hoch, schön im Kreis hier.
Da sind wir. Kilometer noch, okay. Jetzt haben wir da auf die rechte Spur hier rüber. Wieder mal die Hoffnung, ob wir hier ohne Unfall und vielleicht Strafzettel durchkommen. Wir werden es sehen. Ich sprach so, beinahe wäre es passiert da hinten, glaube ich. Parkplatz und Schlafplatz brauchen wir noch nicht. Immer geradeaus. Jetzt komm, auf geht's, zieh vorbei. Es ist der Wahnsinn. Kaum sprechen wir vom Teufel. Bisschen Gas geben hier. Da fährt man zu langsam. Dieser LKW. So, jetzt warten, bis ich da vorbei bin an dem. Ja, jetzt kann ich rüber. So. Und jetzt der nächste LKW, den wir überholen. Euro-Goodies. Aber kommt wieder einer vorbei hier geschossen. So, keine Zeit, Freunde, keine Zeit. Ich weiß, fahr etwas rüpelhaft. Tut mir leid. Aber mit Gamepad. Und ohne Blinker natürlich, ist auch klar. Aber jetzt müssen wir hier geradeaus, wenn ich mich nicht irre. Ja. Na, Unfall. Entschuldigung, aber der war jetzt wieder hier mitten im Weg. Immer geradeaus. Problem. Sonst hätte ich abbiegen müssen, wenn der jetzt da gekommen wäre. So. Jetzt sind wir wieder richtig. Schon wieder eine. Ah, hat schon wieder einen Haufen Geld gekostet, der Spaß. So, mal wieder mit knapp hier vorbei an der Linie hier. Ja. Schon wieder. Du, der. Was ist hier los? Es macht keinen Spaß mit euch zu fahren, Freunde. Oder der kommt so lange, bis ich es lerne. Kann auch sein.
Wir haben so mal ein nationaligen Tempomat, den kann man auch einstellen. Jetzt müssen wir weiter geradeaus. Also wie gesagt, diese Spiegel kann man wunderbar entspannen. Einfach der Musik mal lauschen. So, 193 Kilometer, da müssen wir hin. Links, okay. Also geradeaus, besser gesagt. Bitte links halten. Ja, mach ich. So, ja, wie gesagt, wir versuchen unseren ersten LKW zu erspielen, unseren eigenen. Aber dann müssen wir für alle Kosten wirklich selber aufkommen, auch für Unfälle. Und zum Beispiel tanken und so weiter. Da müssen wir natürlich dann aufpassen, ne? Da können wir uns nicht mehr so hier locker flockig hier verhalten. Ah, muss wieder rüber. Ah ja, noch hier drei Spuren, alles klar. Läuft ganz gut bis jetzt. Wenig Verkehr. Bitte links halten. Na, schlafen möchte ich jetzt eigentlich noch nicht. 130 Kilometer sollten wir noch schaffen. Tanken brauchen wir auch nicht. So.
Aber diesen ausgebauten Strecken hier, das ist ja super. Ein bisschen zu schnell bin ich unterwegs, sehe ich gerade. Ich habe keinen Bock, wieder was zu zahlen. Kilometer noch zu fahren. So, jetzt muss ich mal den LKW hier überholen. Der fährt mir jetzt ein bisschen zu langsam. Den holen wir. Den überholen wir auch noch. Wunderschöne Musik. 70 Kilometer noch. Ich glaube, das schaffen wir noch vor der Müdigkeitsphase. Gleich sind wir in München. Ah, jetzt kommt ein schöner Tunnel. Keine Ahnung, ob die da blitzen. So, wir müssen wieder rüber. Links halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Okay. Ja, 30 Kilometer noch. Das schaffen wir. Jetzt wird Radarkontrolle gemacht, Vorsicht. München muss da rüber. Rechts halten und dann ja. Ausfahrt rechts nehmen. Mach ich. Nimm die Ausfahrt rechts. So, runter geht's. Oh ja, der ist ein bisschen steil. So, perfekt. Neun Kilometer noch. Ah, da ist München, genau. Da sind wir. So, müssen wir jetzt hin? Keine Ahnung, wir abbiegen da vorne links, oder? Wir bleiben mal hier. Ach ja. Ja, eine kurze Fahrt, aber immerhin.
einigermaßen unbeschadet durch. Wie viele Strafzettel? Zwei, glaube ich, oder? Oder drei? Und einmal kleiner Unfall. Hat den Haufen Geld gekostet, der Spaß. Demnächst links abbiegen. Okay. Biege nach links ab. Da müssen wir rein, da müssen wir langsam. Ja, da müssen wir rein. Müssen wir erstmal diesen hier durch mit seinem Auto. Und der nächste, glaube ich, auch noch. Ich traue dem nicht. Diesen Fahrern, dass sie stehen bleiben. Manche bleiben hier stehen, aber andere ist scheißegal. So. Hier endet es. Ja, hier endet es. Genau, sehr gut. Zack. So, müssen wir hin? Dahin. Okay, alles klar. Achso, machen wir wieder so. Oh, das ist ganz schön lang, das Ding hier. So. Oh, ganz langsam hier vorwärts. Man zählt das hoffentlich. Natürlich nicht, ist klar. Warum nicht? Weil der nicht richtig steht da hinten. Ach, Freunde. Wollt ihr mich jetzt auf den Keks nehmen hier, oder was? So, schauen wir mal, ob das funktioniert hier. Die Reifenstellung müssen wir jetzt mal gucken hier. So, mal schauen. Bin mit dir noch nie rückwärts gefahren bis jetzt. Oh Gott. Bis jetzt noch nie rückwärts gefahren, das merkt man. Das ist schon wirklich eine sportliche Aufgabe hier. Aber er könnte jetzt sogar funktionieren. Moment. Mal ein bisschen noch. Na, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich muss es hier abbrechen, weil das macht ja echt keinen Sinn. Nee, das macht einfach keinen Bock. Wie wird das mit dem Abbrechen? Automatisches Einparken. Genau. So. Ausgezeichnet. Danke. XP reicht noch ein bisschen. So. Kein Abzug. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.